Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 126 Malfoy Manor. Ein zweites Mal an diesem Freitag kam Hermine bei Severus vorbei, um den Hund abzuholen. Es war diesmal keine schwarze Weste, die auf der Couch lag, sondern der Tränkemeister selbst. Sie reckte den Hals, um erkennen zu können, ob er schlief. Aber da er seine Armbeuge über die Augen geworfen hatte, sah sie leider gar nichts, so dass sie einfach den Hund anleinte und beim Hinausgehen extra viel Lärm machte, damit er nachher hoffentlich wach sein würde. Das Geräusch einer knallenden Tür weckte Severus. Sein Hund, der ansonsten immer seine Nähe suchte, war nicht mehr da, weswegen er davon ausgehen musste, dass Harry oder Hermine ihn dösend auf der Couch vorgefunden hatten. Obwohl er bereits so viel geschlafen hatte, war Severus noch immer müde. Zum Aufstehen fehlte ihm die Lust. Er war völlig antriebslos und wurde zudem von einer inneren Unruhe geplagt. Das Gefühl, viel erledigen zu müssen, hatte sich in ihm ausgebreitet. Doch wenn er begann, über mögliche Arbeiten nachzudenken, dann verschwand die Motivation, auch nur einen Finger krumm machen zu wollen. Auf ihrem Weg traf Hermine auf Draco, der ihr unerwartet während des Spaziergangs Gesellschaft leistete. Natürlich durchschaute sie ihn, er wollte etwas, denn sonst würde er sich nicht an ihre Fersen heften, und so dauerte es nicht lange, bis er fragte. Eine Ahnung, was mit Severus ist? McGonagall hat ihn heute vertreten, aber aus ihr war nichts herauszukriegen. Während sie durch den Schnee stapften und der Hund hier und da sein Territorium markierte, antwortete sie kurz und knapp. Er schläft. Weil er mit so einer Antwort überhaupt nicht gerechnet hatte, wiederholte Draco entgeistert. Er schläft? Ja, er schläft. Albus schien heute früh sehr besorgt, als er nicht bei der Lehrerversammlung war. Er ist nach unten gegangen und kam eine Viertelstunde später zurück. Erzählte uns allen dann, er hätte ja ganz vergessen, dass Severus einen Urlaubstag genommen hätte. Draco schnaufte ungläubig, sodass Hermine bestätigte. Ja, Harry und ich glauben es auch nicht. Ach ja, ich habe deine Mutter vorhin bei ihm getroffen. Ich wollte mit dem Hund raus und sie wollte sich von Severus verabschieden. Ja, heute ist der 21. November. Malfoy Manor ist freigegeben worden und meine Mutter kann es kaum noch erwarten. Etwas wehmütig fügte er ehrlich hinzu. Ich denke, es wird ihr nicht gefallen. Unser Haus ist sehr düster. Bevor er noch von Gefühlen ergriffen erzählen würde, wie viele schlechte Erinnerungen er mit Malfoy Manor in Zusammenhang brachte, wechselte er wieder das Thema und fragte. Hast du Severus heute schon gesehen? Er lag eben auf der Couch und hat geschlafen, sagte sie ehrlich. Das ist er nicht, beteuerte Draco skeptisch. Severus ist ein Frühaufsteher. Weil sie ihn fragend anblickte, erzählte er. Er hat sich immer nach mir zu Bett begeben und er war immer vor mir wach. Manchmal hatte ich das Gefühl, er würde überhaupt nicht schlafen. Hermines Gedanken überschlugen sich, denn wenn ihre Theorie richtig sein würde, dann würde es mit Severus eventuell gerade bergauf gehen. Schlaf war ein wichtiger Prozess im Leben, ein lebensnotwendiger noch hinzu. Wenn Severus seit 20 Jahren immer viel zu wenig geschlafen haben sollte, weil er aufgrund seines Zustandes einfach nicht mehr Erholung benötigte, dann würde sein plötzliches Schlafbedürfnis bedeuten, dass er sich langsam seinem eigentlichen Normalzustand näherte. Tüftelst du wieder was aus? Fragte Draco gelassen, weil er fest davon ausging. Beide blieben kurz stehen, weil der Hund sein Geschäft verrichten wollte, und derweil gab sie offen zu. Ich komme einfach nicht voran. Was du gestern gesagt hast, kann ich auch nicht einordnen.
Was meinst du, dass Voldemort nichts bei Severus hätte fühlen können, wie bei allen anderen? Vergiss nicht, dass er sehr gut in Oklumentik ist. Ich habe ja nie gewusst, dass Severus ein Spion für Dumbledore war, denn das hat er auch von mir gut verbergen können. Es ist nichts Neues, wenn ich behaupte, dass er seine Gefühle völlig im Griff hat. Ich glaube vielmehr, dass Severus seine Gefühle nur so gut im Griff hat, weil kaum noch welche vorhanden sind. Gab sie preis. Hast du seinen Patronus gesehen? Diesen riesigen Vogel? Verteidigte Draco seinen Patenonkel. Das waren lediglich Erinnerungen an glückliche Momente. Draco wollte nicht auf Severus sitzen lassen, dass dieser kaum Gefühle haben sollte, sodass er erzählte. Aber die Gefühle, die diese Erinnerung in einem wachrufen, sind doch der Kern für einen Patronus. Du brauchst nicht denken, dass er keine Gefühle hat, nur weil er sie dir gerade nicht zeigen will. Draco bemerkte, dass er sich ein wenig im Ton vergriffen hatte und fuhr daher mit ruhigerer Stimme fort. Er kann mit Worten Hoffnung geben, aber er hat mich nur einmal umarmt, als ich... Dass er seine Mutter und seinen Vater vermisst hatte, wollte er vor ihr nicht zugeben. Verzweifelt suchte Draco nach Synonymen, um seine Erfahrungen weniger persönlich klingen zu lassen. Es gelang ihm nicht, mit Hermine so persönlich über sich zu reden. Als ich geglaubt habe, meine Eltern niemals wiedersehen zu können, er hat mich außerdem einmal geohrfeigt, als er sauer auf mich war. Nach dieser Ohrfeige hatte Draco nie wieder das Wort Schlammblut in den Mund genommen. Erzähl mir also nicht, er hatte kaum Gefühle, sagte er wieder grantiger, als wollte er ihr vorwerfen, seinen Patenonkel als Monster dargestellt zu haben. Er hat sie, aber er zeigt sie selten. Hat er auch einen guten Grund dazu. Das zusammen mit seiner Fähigkeit in Oklumentik und schon war Voldemort geblockt. Hör mal, ich will Severus doch nicht herabsetzen, wenn ich so etwas laut vermute, sagte sie beschwichtigend, denn ihr war nicht entgangen, dass Draco es einfach nicht wahrhaben wollte. Langsam schlugen sie wieder den Rückweg ein, als Hermine fragte. Weißt du eigentlich, wann Severus sich Voldemort angeschlossen hatte? Schnippisch entgegnete er. Nein, und ich denke nicht, es wäre ihm recht, wenn du solche privaten Dinge in Erfahrung bringst. Sie seufzte, bevor sie desillusioniert sagte. Ich dachte, die Zeiten wären vorbei, in denen wir so miteinander umspringen. Nur ein wenig reumütig, erklärte Draco. Er hat so viel geopfert. Draco erinnerte sich daran, dass Severus sehr viele Leben gerettet hatte, seines inklusive. Manchmal war es ihm so vorgekommen, als würde Severus wenig Wert auf das eigene Leben legen. Leise fügte Draco hinzu. Ich bin ihm so viel schuldig. Ich will doch nur, dass es ihm wieder gut geht. Das will ich doch auch, versicherte Hermine und musste sich nicht einmal dabei ein Lächeln erzwingen, denn es zauberte sich ganz von allein auf ihre Lippen. Wegen der Kälte verschränkte Draco die Arme vor seiner schmalen Brust, bevor er sagte. Er hat viele Facetten. Ich kenne ihn kaltherzig und auch niedergeschlagen. Was, wenn er bestimmten Menschen wohl überlegt seine Gesichter zeigt, weil er nichts anderes von sich preisgeben möchte? Der ganzen Situation absichtlich nur wenig Bedeutung beimessend, sagte er hochnäsig. Er zeigt sich so, wie er gesehen werden will. Ich finde, man sollte da nicht zu viel hineininterpretieren. Ungläubig stieß Hermine Luft durch die Nase aus, bevor sie sehr aufgebracht konterte und sich derweil nicht von ihm unterbrechen ließ. Du willst dir also einfach einreden, dass gar nichts mit ihm ist. Dabei hast du neulich noch ganz anders geklungen, Draco. Schon vergessen, wie er auf das reagiert hat, was du gesagt hattest? Ich werde jedenfalls nicht einfach die Augen verschließen und mir weismachen, dass schon alles irgendwie in Ordnung kommen wird. Er ist ja nicht erst seit Voldemorts Tod so. Du hast ja erzählt, dass du seinen Zustand in den 5 Jahren zeitweise durchaus als niedergeschlagen bezeichnen würdest. Ich weiß jedenfalls, wohin so ein über mehrere Jahre anhaltendes seelisches Tief führen kann. Und dazu werde ich es wirklich nicht kommen lassen. Ein Stich im Herzen rüttelte Draco wach, denn die Erinnerung daran, wie sich Severus und er während ihrer Flucht stets gegenseitig aus ihrer Melancholie herausgeholfen hatten, wurde wiedererweckt. Nicht nur Severus, sondern vornehmlich er selbst war so am Boden zerstört gewesen, dass er innig gehofft hatte, an dem Tag der Schlacht vor Hogwarts nicht mit dem Leben davonzukommen. Draco schluckte den Kloß hinunter,
der sich in seinem Hals gebildet hatte, und es war ihm unangenehm, als er bemerkte, dass es gut hörbar gewesen war. Doch Hermine zog ihn deswegen nicht auf, sondern blickte verständnisvoll zu ihm hinüber. Mit einem Moment der Stille wollte er ihr verdeutlichen, dass er seine Meinung darüber geändert hatte und er ihr zustimmte. Mit ruhiger Stimme wollte er wissen: Darf ich dich fragen, warum du dich so kümmerst? Stutzend wiederholte Hermine die Frage in Gedanken und sie versuchte eine Antwort auf sie zu finden. Warum kümmerte sie sich so? Es hatte nur als kleines Abenteuer begonnen. Harry hatte sie auf Severus' seltsames Verhalten aufmerksam gemacht. Man hat miteinander über den ehemaligen Lehrer geredet und Vermutungen angestellt. Ein wenig später war sie selbst mit Severus Anderssein konfrontiert worden und es war ein unwirkliches, aber willkommenes Moment gewesen, diesen Mann von seiner ganz anderen Seite sehen zu können. Schon gut, du musst nicht antworten, sagte er. Bevor sie sich rechtfertigen konnte, hatte Draco bereits die Turmuhr gesehen und sagte gelassen: Hoppla, da bin ich doch tatsächlich schon 10 Minuten zu spät zum Unterricht. Wie Hermine an der Uhrzeit erkannte, war sie durch die Begleitung viel länger mit dem Hund unterwegs gewesen als sonst. Bei wem hast du jetzt? Wollte sie wissen. Bei Harry. Ich denke, er wird mir 5 Punkte abziehen. Draco seufzte. Das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Nachdem Severus mir 170 Punkte abgezogen hat, hinkt Slytherin sowieso hinterher. Wir sind so wenige, dass wir ewig brauchen würden, um allein meinen Punkteverlust wieder ausgleichen zu können. Er hob und senkte gleichgültig die Schultern, bevor er noch anfügte: Wir könnten nicht einmal ein Quidditch-Team aufstellen. Um Punkte zu bekommen, könnt ihr anderen helfen. Ginny gibt zum Beispiel einigen Ravenclaws und Hufflepuffs Nachhilfe in Zauberkunst und bekommt dafür regelmäßig ein paar Punkte für ihr Haus, gab Hermine als Ratschlag. Er blickte sie mit einer hochgezogenen Augenbraue an und sagte: Ich denke nicht, dass irgendein Schüler bei mir Nachhilfe in Zaubertränke nehmen möchte. War ja nur eine Idee, winkte sie ab. Du solltest gehen, damit Harry dir nicht noch mehr Punkte abzieht. Würde er nicht. Er hat nie einem Schüler mehr als 5 Punkte fürs Zu-Spät-Kommen abgezogen. Aber du hast recht. Ich werde seine Geduld lieber nicht strapazieren. Bevor Draco losrannte, sagte er noch ein wenig verlegen: Wäre nett, wenn du mich trotzdem auf dem Laufenden halten würdest. Oder wenn du Fragen hast. Er wurde sich in diesem Moment darüber bewusst, dass er vorhin ihre Frage unbeantwortet gelassen, sie deswegen so angeranzt hatte, weswegen er erklärte: Ich weiß nicht, wann er zu den Todessern gestoßen ist. Meine Mutter könnte es wissen. Hermine nickte und verabschiedete sich, bevor sie ihren Weg in den Kerker einschlug. Einerseits war Severus ganz recht, dass er Urlaub hatte, doch andererseits stellte er sich natürlich die Frage, wie bestimmte Menschen darauf reagieren würden, denn Urlaub nahmen die Lehrer in den Ferien und nicht einfach zwischendurch. Weil man so ein Verhalten von ihm nicht kannte, würde es sicherlich Fragen geben, besonders von seiner neugierigen Schülerin. Und kaum hatte er an sie gedacht, öffnete sich auch schon die Tür, jedoch so schnell, dass sie laut knallend an einen Schrank stieß. Müssen Sie sich so tollpatschig verhalten? Herrschte er sie mürrisch an. Sie blickte zu ihm hinüber und bemerkte, dass er noch immer nicht komplett angezogen war. Er trug keine Socken. Nur eine schwarze Hose und ein weißes Hemd, dessen letzten beiden Knöpfe noch nicht geschlossen waren. Seinen rüden Tonfall nicht beachtend, leinte Hermine gelassen den Hund ab, bevor sie erwiderte: Ich habe mich taktisch gut überlegt verhalten, damit sie vielleicht zufällig mal wach werden. Sie hing die Leine neben die Tür und blickte ihn eindringlich an, bevor sie sagte: Sie werden mir sowieso nicht ausreichend antworten, aber trotzdem möchte ich mich erkundigen, ob es Ihnen gut geht. Er brummte genervt, was sie nicht zu stören schien, denn sie kam auf ihn zu und setzte sich einfach neben ihn. Sie haben noch gar nichts gegessen, oder? Das Mittagessen in der großen Halle ist schon vorüber. Essen wir doch einfach hier etwas. Schlug sie vor, und bevor er seine Einwände kundtun konnte, weil er keinen Appetit verspürte, hatte sie auch schon eine Hauselfe gerufen und eine Bestellung aufgegeben.
Seufzend schloss er die Augen, die er gleich wieder öffnete, weil er eine Hand auf seinem linken Unterarm spürte. Sie hatte ihn schon wenige Male berührt. Er hätte es bereits damals unterbinden müssen, damit sie es nie wieder tun würde. Doch jetzt schien es dafür zu spät. Erneut schloss er seine Augen und dachte darüber nach, wie er sie loswerden könnte, denn er wollte heute seine Ruhe haben. Da bemerkte er, wie ihre Hand weiter nach unten glitt, fast unmerklich, und als er ihre Finger an seinem nackten Handgelenk spürte, da zeterte er. »Was zum Teufel machen Sie da?« »Ich fühle Ihren Puls«, erwiderte sie mit Engelsgesicht. Er riss seinen Arm weg und schimpfte. »Sie sind nicht meine Heilerin.« »Nein, aber ich bin eine Heilerin. Und da sie ja weder zu Poppy noch ins Mungos...« »Mir fehlt doch überhaupt nichts«, wollte er ihr weismachen. Sie zog lediglich eine Augenbraue in die Höhe, während ihre Mimik wie aus Stein gemeißelt wirkte. Wie der Gesichtsausdruck eines Heilers, der dem Patienten kein Wort glaubte. »Lassen Sie mich in Ruhe.« »Nachdem wir Mittag gegessen haben«, erwiderte sie nüchtern. »Ich habe solchen Hunger. Wissen Sie, Severus, vielleicht sollten Sie in Zukunft wenigstens vor dem Frühstück selbst mit dem Hund rausgehen. Die frische Luft könnte Ihnen gut tun. Regt den Appetit an«, empfahl sie. Daraufhin erwiderte er nichts und sie seufzte laut, damit ihm ihr Missfallen über eine ausbleibende Antwort nicht entgehen würde. Das Mittagessen bestand aus einer kleinen Auswahl: Gulasch, Zwiebelbraten und Gemüseauflauf. Ohne zu fragen, füllte sie einen tiefen Teller mit einer Kelle Gulasch und überreichte ihm diesen zusammen mit einem Löffel. Diesmal stöhnte er laut auf, damit sie genauso erkennen würde, wie sehr ihm ihre Fürsorge auf die Nerven ging. »Achtung, das ist extra scharf«, sagte sie, nachdem er bereits den ersten Löffel in den Mund genommen hatte. Die Schärfe kitzelte erst seine Zunge und nachdem er geschluckt hatte, passierte einen Moment lang nichts, bis das Brennen im Rachen begann. Nichtsdestotrotz schmeckte es, doch er verspürte keine Lust auf einen kratzenden Hals und stellte daher den Teller zurück auf den Tisch. Sie beäugte den abgestellten Teller aus den Augenwinkeln und notierte sich in Gedanken, dass er an der Appetitlosigkeit zu leiden schien. »Der Gemüseauflauf ist gut, auch kein bisschen scharf«, versicherte sie ihm. Severus platzte der Kragen und er sagte, »Ich habe keinen Hunger und ich werde erst wieder etwas essen, wenn mir danach ist und nicht, wenn Sie mich mästen wollen.« »Einen einzigen Happen kann man ja wohl kaum als Mästen bezeichnen«, stellte sie ruhig klar, auch wenn sie es sich verkneifen musste zu sagen, dass sie ihn ungewöhnlich hager fand. Mit angespannt säuselnder Stimme bat er, »Wenn Sie jetzt die Güte hätten, mich nun allein zu lassen.« Ihr Löffel stoppte auf dem halben Weg zum Mund, bevor sie ein wenig empört fragte, »Sie werfen mich raus, noch während ich beim Essen bin?« Durch zusammengebissene Zähne sagte er, »Sie haben sich selbst eingeladen. Mir ist nicht nach Gesellschaft und ich verspüre keinen Drang, Mittag zu mir zu nehmen.« Hermine stellte ihren Teller auf dem Tisch ab und er hoffte bereits, dass sie seiner Bitte ohne weitere Widerworte nachkommen würde. Da sagte sie, »Mrs. Malfoy wollte sich heute Morgen persönlich von Ihnen verabschieden. Sie hatte befürchtet, es würde einen schlechten Eindruck hinterlassen, würde sie ohne ein Wort einfach gehen.« Er hatte sich wieder beruhigt. Severus schien gedankenverloren und sogar etwas traurig über das, was Hermine gesagt hatte. Sich einen Ruck gebend, fragte sie mit warmer Stimme, »Draco bleibt hier wohnen, oder? Er ist doch Schüler.« Mit müden Augen blickte er sie an, bevor er antwortete, »Mrs. Malfoy hatte mich darüber unterrichtet, dass er hier bleiben würde, und zwar aus jenem Grund, den Sie gerade genannt haben.« »Sind Sie deswegen so übel gelaunt? Weil Mrs. Malfoy nicht mehr hier sein wird?« fragte Hermine mutig. Er seufzte erneut, antwortete jedoch nicht, so dass Hermine gleich noch erklärte, »Ich wäre traurig, wenn Harry hier aufhören würde,
und er nicht mehr da wäre. Ihnen geht es bestimmt ähnlich. Sie sind ja sehr vertraut mit Miss Malfoy. Wiederholt überlegte er, was er tun könnte, damit Hermine einfach nur gehen würde. Doch ihm fiel nichts ein, was nicht mit dem Verlust von Körperteilen in Zusammenhang gebracht werden konnte. Wissen Sie... begann Hermine, während sie sich und ihm einen Tee einschenkte. Miss Malfoy können Sie doch jederzeit besuchen. Und es ist ja nicht so, als hätten Sie hier niemanden mehr. Albus und Draco sind noch da und Harry, naja, und ich. Mrs. Malfoy hat sich wenigstens niemals so aufdringlich verhalten wie Sie, giftete er zurück. Auch diesen Vorwurf steckte sie einfach weg und erklärte daraufhin. Ich mache mir halt Sorgen und Sie reden ja mit niemandem. Schüchtern reichte sie ihm seine Tasse und sagte derweil. Ich bin nicht die Einzige, die es komisch vorkam, dass sie heute früh gefehlt haben. Minerva und Harry fanden es auch ungewöhnlich, dass sie nicht auf der Lehrerversammlung waren. Und als Albus von ihnen zurückgekommen war... Er unterbrach verdutzt. Albus war hier? Sie nickte. Ich dachte, er hätte mit ihnen gesprochen. Er verneinte wortlos und nahm einen Schluck Tee, während er daran dachte, dass Albus ihn aufgesucht haben sollte. Sein alter Freund wäre sicherlich zu ihm ins Schlafzimmer gegangen. Zu schade, dachte Severus, dass er nicht wusste, ob er im Schlaf sprechen würde. Ich glaube, sagte Hermine, peinlich berührt. Miss Malfoy hatte einen falschen Eindruck von uns. Er runzelte die Stirn und fragte, inwiefern? Sie dachte wohl, dass unsere Freundschaft etwas inniger wäre, sagte sie, während ihre Wangen zu glühen begannen. Sie schob es auf den heißen Tee, der sie innerlich aufheizte, und trank gleich aus Verlegenheit einen großen Schluck. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.